Der Autofokus ist einer der komplexeren Themen bei einer Kamera. Keiner möchte unscharfe Fotos, der Fokus soll genau da sitzen, wo du ihn haben willst. Speziell geht es heute um die neue Kamerageneration der 6000er-Reihe, sprich die 6100, 6400 und die 6600. Vieles ist jedoch auch ebenfalls in anderen Kameramodellen ähnlich wiederzufinden. Heute geht es speziell um den Fokusmodus, Fokusfeld, Echtzeit-Tracking, wie kannst du Gesichter auswählen, Touchpanel, Touchpad einstellen, wie kannst du den Autofokus tunen, dass du ihn schneller bedienen kannst, und es geht um Umprogrammieren, also bis hin zur idealen Tastenprogrammierung bezogen auf den Autofokus. Ein Rundumschlag im Schnelldurchlauf, so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig. Moin, ich bin Stefan Klapsus. In diesem Video gibt es sehr viel Information, deshalb so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wenn es zu schnell ist, drück die Pause-Taste. Und wenn es dir immer noch zu schnell ist, dann kauf doch eins meiner Bücher. Ich habe zu jeder Kamera ein Buch geschrieben, sage ich später aber noch was zu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Basics und später geht's ans Eingemachte. Der Fokusmodus bedeutet, wie stelle ich scharf? Also habe ich eine Landschaft oder eine schnelle Bewegung? Einstellen kann ich den bei der 6100, 6400 über die C1-Taste hier vorne und bei der 6600 über die Taste C2. Alternativ kann ich aber auch über das Funktionsmenü gehen. Das geht bei allen drei Kameras, indem ich die Taste Fn drücke. So, dann bin ich im Funktionsmenü. Hier seht ihr an erster Stelle Bildfolgemodus und an zweiter Stelle den Fokusmodus. Normalerweise in der Grundeinstellung steht er bei euch wahrscheinlich auf AFA. AFA ist die Automatik, die würde ich in dem Fall nicht nutzen. Die Automatik funktioniert zwar in vielen Fällen gut, aber ich sag mal, beim Fokusmodus finde ich, wählt es lieber selber, ist nicht so schwer. Wählt AFS immer dann, wenn ihr Landschaften fotografiert oder alles, was sich nicht bewegt. Ihr drückt auf den Auslöser leicht an und die Kamera stellt entsprechend scharf. Das erkennt ihr an den grünen Pünktchen. Wenn sich danach etwas bewegt, die Schärfe bleibt immer noch da, wo sie vorher entsprechend auch war. So, ich drücke nochmal die Fn-Taste, wähle, weil ich jetzt eine Bewegung haben möchte, wähle ich AFC. AFC ist der kontinuierliche Autofokus, AFS der Single-Autofokus. Kontinuierlich heißt, ich drücke den Auslöser leicht an, ihr seht wieder die Fokusfelder und sobald ich Bewegung im Bild habe, fokussiert die Kamera ständig nach, auch ob ihr nun ein Einzelbild macht oder wenn ihr Serienbilder macht, fokussiert sie nach. Ich drücke wieder die Taste C1 oder C2, je nachdem welche Kamera ihr habt. DMF, Direct Manual Focus. Die Kamera stellt einmal scharf und danach könnt ihr eingreifen und manuell fokussieren. Also Autofokus und anschließend könnt ihr manuell fokussieren. Das ist DMF, nutze ich so gut wie nie, braucht man meist nicht. Und MF ist der manuelle Fokus. Ihr dreht vorne am Rad, am manuellen Fokusring und dann könnt ihr manuell scharf stellen. Was die Kamera macht, die geht automatisch in eine Vergrößerung. Unten links seht ihr den Ausschnitt, den die Kamera vergrößert und den könnt ihr dann über die Richtung Tasten hoch, links, rechts entsprechend nochmal wählen. Ich gehe jetzt mal direkt aufs Gesicht, ich wandere mal ein bisschen hoch, drehe am Fokusring, stelle genau aufs Gesicht scharf und wenn ich jetzt den Auslöser leicht antippe, dann springt er wieder zurück. Ich sehe wieder meinen Bildausschnitt, kann mein Bild machen und ich weiß, der Fokus liegt genau da, wo ich ihn hingelegt habe. Manuell Fokus nehme ich immer dann, wenn der Autofokus einfach nicht das scharf stellt, was ich haben möchte. Bei der 6400 und 6600 könnt ihr auch schneller umschalten. Da habt ihr hier so einen kleinen Umschalthebel. Den habt ihr bei der 6100 da nicht. Da ist kein Umschalthebel. 6466, ein Umschalthebel. Da könnt ihr wählen zwischen IL, AFMF. Wenn ihr auf AFMF geschaltet habt, bestimmt das die Taste. Also hier bestimmt die Taste IL. Und AFMF nur, wenn ihr den Schalter vorher nach oben legt, dann könnt ihr mit dieser Taste vorübergehend AFMF umschalten. Ich hatte ja eben auf manuell Fokus umgeschaltet. Wenn ich jetzt die Taste kurz drücke, dann fokussiert die Kamera trotzdem. Und ich kann dann, wenn ich wieder loslasse, normal am Fokusring nochmal nachregeln, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch einfach die Taste nehmen und dann stellt er scharf. Das gleiche geht auch umgekehrt. Ihr könnt auch einfach, ich gehe wieder Funktionsmenü, ich stelle jetzt einfach mal auf Autofokus, drücke den Auslöser an, er stellt ständig scharf und ich kann den Umschalthebel bzw. die Taste, AFMF-Taste, auch drücken und gedrückt lassen. Und selbst wenn ich jetzt den Auslöser andrücke, der stellt nicht neu scharf. Die Schärfe bleibt entsprechend da stehen. Das ist halt dann interessant, wenn ich noch einen anderen Bereich habe und ich möchte halt den Fokus an der Stelle haben,
lasse die Taste gedrückt und egal, ob mir jemand ins Bild rennt oder so, der Fokus bleibt einfach an der Stelle. Das ist ganz praktisch, dass ihr AFMF umschalten könnt. Ihr könnt also schnell zwischen Autofokus und Manuellfokus kurzfristig umschalten, zumindest solange ihr die Taste gedrückt haltet. Wenn ihr manuell scharf stellen wollt, ist die beste Möglichkeit wirklich diese Fokusvergrößerung. Es gibt aber noch eine andere Funktion, die nennt sich Peaking oder Kantenanhebung. Die findet ihr, wenn ihr die Taste Menü drückt und dann ziemlich weit hinten, nämlich im Kameramenü und unter Fokushilfe. Da war's. Fokushilfe, Kameramenü 1 und da ist Kantenanhebungseinstellung. Und das stelle ich einfach mal ein. Ihr könnt ja auch noch die Stärke und die Farbe entsprechend einstellen. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Weiß und Mittel. So, und wenn ich jetzt fokussiere, dann seht ihr neben dieser Vergrößerung noch diese weißen Pünktchen. Seht ihr das? So, wenn ich jetzt einen Auslöser wieder andrücke, dann seht ihr richtig diese weißen Kanten, deswegen Kantenanhebung. Das Peaking hilft so ein bisschen dabei, um die Schärfe nochmal genauer zu legen. Lasst euch aber von der Gesamtansicht nicht täuschen. Also Peaking zeigt immer, wo ist der höchste Kontrast. Das heißt nicht immer zwangsläufig, dass da die Schärfe liegt. Also vertraut da eher eurem Auge. Das ist der Grund, warum ich meist Peaking ausgeschaltet habe. Ihr könnt es aber zusätzlich nutzen und gerade bei Video ist das auch sehr praktisch. Fokusfeld bedeutet, wo stelle ich scharf? Also in der Mitte, links oder überlasse ich es der Kamera oder entscheide ich selber. Wichtig ist, wenn ihr das nutzen möchtet, geht aus der Automatik raus. Also nutzt nicht Auto, nutzt auch nicht SCN oder Panorama, nutzt zum Beispiel P. P ist auch eine Automatik, ist die Programmautomatik. Ist ähnlich wie die normale Automatik, aber ihr könnt mehr einstellen. Unter anderem habt ihr halt volle Auswahl bei den Fokusfeldern. Der einfachste Weg ist, über Touch scharf zu stellen. Das geht aber nur, wenn ihr das Display nutzt, nicht wenn ihr über den Sucher durchguckt. Aber ihr könnt dann einfach euer Motiv antippen, drückt den Auslöser an, dann stellt ihr links scharf oder auf die rechte Seite. Oder nochmal das Ganze, der Hund vorne, aber oh, nicht erwischt, nochmal. Der Hund vorne, Auslöser angedrückt und dann stellt ihr entsprechend darauf scharf. Das ist das Einfachste. Um das wieder auszuschalten, habt ihr einerseits das Symbol hier oben, da könnt ihr einmal per Touch draufdrücken oder ihr drückt auf die Mitteltaste, dann entscheidet wieder die Kamera, wo sie scharf stellt. Das ist vielleicht da, wo ihr es haben wollt, vielleicht aber halt auch nicht. Viel mehr Auswahl habt ihr allerdings, wenn ihr das Fokusfeld selber wählt und das könnt ihr bei der 6600 über die Taste C3 und bei der 6100, 6400 müsst ihr dafür ins Funktionsmenü gehen. Und dann seht ihr schon neben dem Fokusmodus, da ist das Fokusfeld. Fokusfeld breit, das ist das erste. Die Kamera sucht sich halt irgendwo ihr Motiv. Mal funktioniert das mal nicht. Wenn die Kamera nicht da scharf stellt, wo ihr scharf haben möchtet, wählt ein anderes Fokusfeld. Feld ist immer noch ziemlich groß. Ne? Ihr seht so den Bereich, ihr könnt den gerade mal verschieben nach rechts und links. Das war es eigentlich auch schon, beziehungsweise noch einen Hauch nach unten und nach oben. Es bleibt aber ziemlich groß und für den Bereich recht ungenau. Deswegen nutze ich das in der Regel auch ja, fast nie. Das Feld Mitte nutze ich auch nicht, da stellt sie genau auf die Mitte scharf. Ich möchte es aber eigentlich nie in der Mitte scharf haben, sondern bei der Bildkomposition, man sollte immer die wichtigen Motive aus der Mitte rausnehmen und deswegen nutze ich das auch nicht. Also breit nutze ich gerne mal oder halt den flexiblen Spot. Jetzt seht ihr die Pfeile links und rechts, die könnte man sogar noch in der Größe verändern, SML über die Tasten links und rechts. Ich nehme jetzt mal Standard, das war M. M hat das Fokusfeld eine mittlere Größe und jetzt kann ich, solange ihr die kleinen Pfeile an der Seite seht, das Fokusfeld verschieben, entweder über die Richtungstasten oder auch per Touch. Und das geht sowohl übers Display, als auch wenn ihr durch den Sucher guckt, über Touch, dass ihr den entsprechend verschiebt. Ich schiebe ihn jetzt hier oben hin, ich möchte genau aufs Gesicht scharf stellen, macht er, ich verschiebe entsprechend über Touch oder über die Richtungstasten, sag, ich möchte jetzt den Hund hier vorne scharf haben, schiebe es hin, drück den Auslöser leicht an, dann stellt er vorne scharf. Das ist der flexible Spot, gerne genommen und wie gesagt in der Größe noch einstellbar über die Tasten rechts und links. Noch besser als den flexiblen Spot finde ich allerdings den erweiterten flexiblen Spot. Der sieht fast genauso aus, nur ihr habt einmal ein kleines Feld in der Mitte und dann etwas größeres Feld drumherum. Und zwar nimmt er die Schärfe genau in der Mitte, wenn er da etwas erkennt. Es kann ja mal sein, dass da keine Struktur ist, weil da nur ein weißer
nur eine weiße Fläche ist. Und wenn ich jetzt mal Auslöser andrücke, dann findet der zwar genau in der Mitte nichts, aber hier an der Seite ist eine Kante, da findet er die Schärfe. Und deswegen ist der so gut. Also er stellt auf die Mitte scharf und wenn er da nichts findet, nutzt er einen etwas größeren Bereich. Also das ist ein Fokusfeld, was ich sehr häufig benutze. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. Jetzt habe ich gesagt, solange ihr die Pfeile an der Seite habt, könnt ihr das Fokusfeld verschieben. Das heißt allerdings auch, dass zum Beispiel die Tasten, wenn ihr die Tasten benutzen möchtet, ISO, Bildfolgemodus, Disk, die könnt ihr nicht benutzen, die sind gesperrt zum Verschieben des Fokusfeldes. Ihr könnt das Fokusfeld aber festsetzen, indem ihr die Mitteltaste drückt. Jetzt verschwinden die Pfeile, jetzt steht hier Fokuspunktauswahl, ich drücke mal nochmal drauf, dann kann man es lesen. Fokuspunktauswahl ein, aus. Ich habe es ausgeschaltet, drücke nochmal die Mitteltaste und schalte das wieder ein, um es wieder zu verschieben. Das funktioniert so bei der 6600. Bei der 6100, 6400 funktioniert das allerdings nicht. Da ist die Mitteltaste aus meiner Sicht falsch belegt. Da ist der Augenautofokus drauf. Und aber wie es aber beschrieben ist, soll ich mit der Mitteltaste aber das Fokusfeld ein- und ausschalten. Programmierung kommt eigentlich erst später, aber das ist was, was ich jetzt auf jeden Fall umprogrammieren würde für jeden, der eine 6100, 6400 hat. Und zwar geht ihr dafür ins Menü, auch wieder im Schnelldurchlauf. Und zwar geht ihr oben, hier Kamera, Kamera 2 Menü und da fast ganz hinten, nämlich 8 von 9, benutzerdefinierte Bedienung, Benutzer-Key und da sucht ihr euch jetzt die Mitteltaste, bei hinten 2 und hier seht ihr da schon die Mitteltaste, da ist bei mir jetzt schon Fokus Standard drauf, ich drücke nochmal die Mitteltaste und zwar bei AF1 findet ihr entsprechend Fokus Standard. Und ihr habt hier jetzt noch bei AF2 ein Augen-AF und geht, wie gesagt, auf AF1 und wählt Fokus Standard. Das findet ihr auf Seite 3 oder 4, je nach Kamera, die ihr habt. Fokus Standard. So, und jetzt könnt ihr nämlich mit der Mitteltaste tatsächlich das Fokusfeld ein- und wieder ausschalten. Beim Echtzeit-Tracking habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal über das Fokusfeld, einmal über Touch-Tracking. Der Unterschied ist, ob einmal entweder sich das Motiv oft wechselt oder ob ihr immer das gleiche Motiv habt. Wenn das Motiv oft wechselt, würde ich den Weg über das Fokusfeld gehen. Und zwar wählt ihr als erstes den Fokusmodus AFC und dann Fokusfeld. Da hatten wir ja als letztes einen erweiterten flexiblen Spot. Gehe ich einen weiter, dann habt ihr Checking, erweiterter flexibler Spot. Und wenn ich den jetzt auswähle, dann habe ich wieder einen erweiterten flexiblen Spot, wie eben auch. Wenn ich den auf mein Motiv setze und den Auslöser leicht andrücke, dann habe ich dieses andere Symbol, also das Kästchen mit den doppelten Linien an der Seite. Und das Kästchen zeigt immer das Tracking, das Nachverfolgen. Und dann, selbst wenn mein Motiv sich bewegt, nach hinten, nach vorne, selbst wenn es sich dreht, entsprechend wird immer gecheckt, solange ich den Finger auf dem Auslöser habe. Ich könnte sogar ein Bild machen. Einmal auslösen und lass den Finger danach drauf, dann wird weiterhin gecheckt. Wenn ich einmal drauf drücke und lasse los, dann habe ich wieder das Feld und muss mein Motiv wieder neu markieren und habe dann wieder die Tracking-Möglichkeit. Beim Tracking habe ich übrigens auch wieder die Pfeiltasten links und rechts. Das heißt, da habe ich auch ganz viele Möglichkeiten, die Fokusfelder nochmal anzupassen. Erweiterter flexibler Spot, in den meisten Fällen passt das allerdings. Die andere Möglichkeit ist das Touch-Tracking. Dafür geht ihr wieder ins Menü und zwar der Reiter Kameramenü 2. Und da benutzerdefinierte Bedienung 2. Berührungsmodusfunktion und statt Touch-Fokus stellt ihr auf Touch-Tracking. Wenn ihr das gewählt habt, dann verschiebt ihr nicht mehr das Fokusfeld, sondern ihr bestimmt, was gecheckt werden soll. Und ich kann jetzt direkt einmal drauf drücken. Wie ihr seht, funktioniert das jetzt gerade gar nicht. Das liegt daran, dass ich das Fokusfeld noch zum Verschieben markiert habe. Jetzt nutzt ihr nämlich noch das Tracking übers Fokusfeld. Ich muss das festsetzen über die Mitteltaste oder ein anderes Fokusfeld wählen, auf breit zum Beispiel. Und wenn ich jetzt berühre, dann markiert er direkt mein Motiv. So, also Person links markiert, ne? Und jetzt, ohne dass ich den Auslöser andrücke, wird mein Motiv entsprechend nachverfolgt. Das ist dann, wie gesagt, praktisch, wenn ihr wirklich dauerhaft einfach das gleiche Motiv habt. Ihr seid im Zoo und ihr fotografiert die ganze Zeit das gleiche Tier.
einmal markiert per Touch. Und dann könnt ihr danach auch durch den Sucher durchgucken oder übers Display. Er verfolgt es die ganze Zeit nach, selbst wenn es vielleicht mal ganz kurz aus dem Bild raus ist. Na, jetzt hat er es nicht gemacht. Dann sucht er sich ein neues Motiv, was vielleicht so ähnlich aussieht. Ne? So, jetzt hat er das neue Motiv. Das möchte ich nicht. Das kann ich entweder wieder ausschalten oder über die Mitteltaste. Oder ich markiere einfach, wie gesagt, mein neues Motiv. Ich kann jetzt auch sagen, den Hund vorne möchte ich haben. Dann verfolgt er entsprechend den Hund nach. Und sobald ich den Auslöser andrücke, wird das Kästchen grün. Die Kamera hat scharf gestellt und ich kann fotografieren. Mein Motiv bewegt sich und ich bleibe die ganze Zeit beim gleichen Motiv. Also Touch-Tracking eine tolle Geschichte und übers Fokusfeld-Tracking genau das Gleiche. Hängt einfach davon ab, wie gesagt, ob das Motiv häufig wechselt oder ob ihr immer das gleiche Motiv habt. Das Tolle am Echtzeit-Tracking ist, wenn ihr eine Person markiert, und zwar ist es egal, ob ihr das Gesicht markiert oder auf dem Körper entsprechend, wenn er ein Gesicht erkennt, fokussiert er aufs Gesicht und wenn er ein Auge erkennt, aufs Auge. Und selbst wenn sich die Person dreht, dann wechselt er wieder aufs Gesicht zum Beispiel, beim Hinterkopf trackt er dann halt den Hinterkopf und wenn er wieder ein Auge erkennt, fokussiert er wieder ein Auge nach. Das ist das Geniale am Echtzeit-Tracking. Egal welche Variante ihr nutzt, über das Fokusfeld oder Touch-Tracking, funktioniert in beiden Varianten genauso. Wie könnt ihr jetzt zwischen Gesichtern auswählen, wenn mehrere Gesichter im Bild sind? Ist eigentlich ganz einfach. Ihr nutzt einfach das Touch-Tracking. Und ihr tippt einfach auf die Person, das muss nicht das Gesicht sein, das kann auch der Körper sein, einfach auf die Person, die ihr entsprechend fokussieren möchte. Ihr tippt auf den Körper, drückt den Auslöser leicht an, wie gewohnt, und er stellt automatisch auf das entsprechende Gesicht scharf. Möchtet ihr eine andere Person, dann wählt ihr entsprechend die. Alternativ könnt ihr auch das Fokusfeld zum Beispiel nehmen und das Fokusfeld auf das Gesicht schieben oder auf den Körper und dann den Auslöser andrücken, funktioniert genauso. Und wie könnt ihr entscheiden, auf welches Auge scharf gestellt wird? Also normalerweise nimmt die Kamera das Auge, was dichter dran ist. Entsprechend das, was der Kamera zugewandt ist. Und das ist eigentlich auch das Auge, was wir haben möchten. Aber es gibt vielleicht mal Situationen, wo du selber entscheiden möchtest, soll das linke Auge scharf gestellt werden, soll das rechte Auge scharf gestellt werden. Und das kannst du machen. Dazu gehst du wieder ins Menü. Und zwar Kamera 1. Und unter AF2, beziehungsweise bei der 6100 findest du das unter AF1, gibt es Gesichts-Augen-AF-Einstellung. So, und da kannst du als erstes überhaupt einstellen, möchtest du den Augen-AF haben, nutzen oder nicht. Hier kannst du zum Beispiel auch den Augen-Autofokus wechseln zwischen Mensch und Tier. Wichtig ist halt nur, in dem Moment, wo du das Tier ausgewählt hast, funktioniert kein Tracking mehr. Und ich muss sagen, bei vielen Tieren funktioniert Tracking besser als dieser Tieraugen-AF. Außer ihr fotografiert euer Hund oder eure Katze, da könnt ihr das durchaus nutzen. Bei allen anderen Tieren würde ich lieber Tracking nutzen als diesen Tieraugen-AF. So, aber wir wollten ja das Auge auswählen und das kannst du entsprechend hier machen, rechts, links, Auge auswählen, kannst du auf Automatik setzen oder auf rechts oder auf links. Gesichter registrieren in der Kamera. Was für ein Quatsch. Blödsinn. Nein, ist es nicht. Hast du ein Kind? Dann ist es zum Beispiel sehr praktisch. Du kannst dein eigenes Kind priorisieren vor allen anderen. Und du kannst, wenn du Hochzeiten fotografierst, kannst du das Hochzeitsbrautpaar registrieren, das priorisieren und alle anderen Gesichter sind nicht so wichtig. Dass der Fokus wirklich da ist, wo du ihn haben möchtest. Und das ist mit der Gesichtsregistrierung möglich. Wie funktioniert das Ganze? Natürlich wieder übers Menü. Und zwar über Reiter Kamera 1 und da ganz hinten, das ist auf Seite 11 oder Seite 14, je nach Kamera wieder. Und da ganz hinten, Aufnahmehilfe, findet ihr Gesichtsregistrierung. So, und da könnt ihr jetzt neu registrieren. Und was hier ganz praktisch ist, vielleicht fotografiert ihr jemanden wie ein Brautpaar zum Beispiel und ihr habt die jetzt nicht vor euch zu registrieren, dann nimmt doch einfach bestehende Fotos, das funktioniert. Das habe ich hier zum Beispiel. Ich habe einfach ein Foto von mir, das setze ich, wie es entsprechend beschrieben ist, in den Gesichtsrahmen einpassen und aufnehmen. So, setze ich rein und ich mache ein Bild. Gesicht registrieren, ja, möchte ich haben und bestätige mit OK. Jetzt kann ich noch ein zweites Bild registrieren, das bin ich zwar auch, aber vielleicht merkt die Kamera das ja gar nicht. Mach das gleiche nochmal, hab ein neues Bild, registrieren, fertig.
So, und jetzt kann ich die Reihenfolge noch verändern. Also ich kann zum Beispiel wirklich sagen, an Platz 1 zum Beispiel kommt mein Kind, an Platz 2 kommt meine Frau, an Platz 3 komme ich oder zuerst das Brautpaar und dann die Eltern und so weiter. Und ihr seht dann, wenn ihr fotografiert, der weiße Rahmen zeigt die Priorität Nummer 1 an. Erkannte Gesichter werden magenta angezeigt und nicht erkannte Gesichter bekommen einen grauen Rahmen. Dann hat die Kamera, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ein Touchpanel und ein Touchpad. Was hat es damit auf sich? Also zum einen gibt es ja das Touchpanel, das ist quasi das, was ihr vom Smartphone kennt, was ich auch schon erklärt habe. Ihr berührt mit dem Finger einfach die Position absolut, also genau da, wo ihr berührt, da wird entsprechend scharf gestellt oder startet entsprechend das Tracking. Wenn ihr durch den Sucher seht, dann habt ihr ein Touchpad, also während ihr durchguckt, dann habt ihr nicht mehr die absolute Position, sondern die relative Position. Und das müsst ihr euch wie eine Maus am Laptop vorstellen oder beim Laptop das Touchpad. Während ihr durchguckt, könnt ihr durch Schiebebewegung letztendlich den Fokus verschieben. Weiter nach links verschieben, weiter nach oben. Wie gesagt, relativ. Zu dem Touchpad gibt es noch Einstellmöglichkeiten. Jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, ich sehe mit dem linken Auge durch. Das ist bei euch vielleicht anders. Ihr seht mit dem rechten Auge durch. Mit dem linken Auge meine linke Nase, wollte ich schon sagen, meine Nase berührt halt immer das Touchdisplay und verschiebt den Fokus. Und deswegen kann ich in der Grundeinstellung mit der Kamera so nicht arbeiten. Und dafür geht ihr ins Menü. Und hinten beim Koffer, ich gehe jetzt mal noch, navigiere nach oben, gehe hinten auf die Einstellung zum Koffer. Und dabei Einstellung 3. Und da habt ihr die Touchpad-Einstellung. Und hier könnt ihr einmal sagen, Bedienung in vertikaler Ausrichtung. Das heißt, soll die Kamera auch im Hochformat, soll dann das Touchpad noch aktiviert sein? Dann habt ihr ein, wenn ihr möchtet, im Hochformat, weil ihr dann vielleicht immer mit der Nase gegenkommt, dann schaltet ihr das halt entsprechend aus. Ich habe das ruhig ein, aber beim Bedienungsbereich, seht ihr schon, habe ich oben rechts. Das heißt, ich kann das Touchpad wirklich nur oben rechts benutzen. Wenn meine Nase unten berührt oder weiter links berührt, dann ist es nicht schlimm. Nur oben rechts ist Touchpad. Nur für den Daumen. Grundeinstellung ist, soweit ich weiß, aber rechts wirklich die Hälfte. Ihr könnt aber auch den gesamten Bildschirm nehmen oder wirklich je nachdem, probiert es einfach mal aus, welcher Bereich euch passt. Wie gesagt, ich als Linksäugler oben rechts ist meine gute Einstellung. Wenn ihr mit der Grundeinstellung rechts die Hälfte entsprechend gut zurechtkommt, dann lasst das ruhig so. Und jetzt könnt ihr noch umstellen. Ich habe ja gesagt, wenn ihr das Touchpad nutzt, habt ihr die relative Position. Ihr könntet hier tatsächlich die absolute Position einstellen. Wobei ich finde, absolut, während man durch den Sucher guckt, den Punkt immer richtig zu treffen, finde ich schwierig. Für manche Fälle, manche finden das vielleicht trotzdem praktisch, dass man wirklich auf Knopfdruck, auf Berührung letztendlich da scharf stellt, wo man möchte, auch während man durchsieht. Ich würde es so nicht nutzen, aber ich würde es auf relativ lassen. Aber vielleicht ist absolut ja für euren Fall besser. Jetzt fangen wir mal an, den Autofokus ein bisschen zu tunen. Und zwar gibt es einmal wieder eine schöne Funktion, auch wieder im Menü. Unter Kamera 1, AF1, das ist die Prioritätseinstellung, sowohl bezogen auf AFS als auch AFC. Dazu muss ich sagen, das ist eine Funktion, die findet ihr bei der 6100 nicht. Die ist der 6400 und 6600 vorbehalten. Was ihr hier einstellen könnt, ist, welche Priorität ihr haben wollt beim Fokussieren. Also sprich, Autofokus-Priorität heißt, sie stellt scharf und nur wenn die Kamera scharf stellen kann, dann löst sie aus. Wenn sie nicht scharf stellen kann, löst sie nicht aus. Das kann manchmal ärgerlich sein, weil es denn sein kann, ihr wollt aber unbedingt ein Bild haben. Scheißegal, ob es irgendein Prominenter, egal, ob der ein bisschen unscharf ist, ist mir völlig Wumpe. Ich möchte Bilder haben. Das würde dann heißen, ihr stellt auf Auslösen, Auslösepriorität. Das heißt, die Kamera löst, sie versucht zwar scharf zu stellen, aber wenn sie nicht scharf stellen kann, löst sie trotzdem einfach aus. So, das ist in der Regel nicht meine Einstellung. Und ausgewogen gewichtet, die Grundeinstellung auch nicht. Meine Prioritätseinstellung ist immer Autofokus, weil sobald ein Bild leicht unscharf ist, will ich es nicht. Schmeiße ich es im Mülleimer, zumindest in den meisten Fällen. Gibt ein paar Ausnahmen, Bewegungsunschärfe und so weiter. Aber hier stelle ich beides, Prioritätseinstellung bei AFS als auch bei AFC, immer auf AF,
Sprich, die Kamera soll erst auslösen, wenn sie wirklich scharf gestellt hat. Das macht sie bei Serienbildern eventuell einen Hauch langsamer, aber dafür ist wirklich nicht garantiert, aber immer so gut, wie das wirklich die Kamera auch scharf gestellt hat. Eine weitere interessante Funktion, die ist direkt darunter, fast darunter, das ist nämlich die Fokusfeldgrenze. Mit der Fokusfeldgrenze könnt ihr nicht benötigte Fokusfelder ausblenden. Und das ist durchaus sehr praktisch. Das ist auch eine Funktion, die bei der 6100 dann nicht geht. Ich gehe da mal rein und dann seht ihr nämlich, dass ihr 14 Fokusfelder habt, nämlich 7 auf der oberen Reihe, das sind die normalen Fokusfelder, und die unteren Reihe sind jeweils das gleiche nochmal, aber in puncto Tracking. Die meisten Fokusfelder nutze ich gar nicht. Das habe ich vorhin ja durchgesprochen. Das nutze ich nicht, das nutze ich nicht, das nutze ich nicht. Ich nutze letztendlich eigentlich erweiterten flexiblen Spot und breit, und das gleiche bei Tracking auch. Da nutze ich breit oder den erweiterten flexiblen Spot. Die anderen brauche ich nicht, benutze ich nicht. So schalte ich also aus, bestätige das Ganze mit OK. Und was jetzt passiert ist, wenn ihr jetzt das Fokusfeld wählen wollt, dann habt ihr weniger Auswahl. Also ihr blendet einfach alles aus, was ihr nicht braucht, und seht halt nur, jetzt habe ich nur breit, erweiterten flexiblen Spot, und bei Tracking habe ich halt auch nur breit, erweiterten flexiblen Spot. 4 Fokusfelder, nur die 4, die ich benötige. Wenn du jetzt die 6100 hast und möchtest auch ein bisschen tunen, wirklich was tunen kannst und nicht was du machen kannst, ist das Autofokus-Hilfslicht ausschalten. Was ist das Autofokus-Hilfslicht? Ich habe jetzt mal einen Deckel drauf gemacht. Immer dann, wenn es zu dunkel ist und ihr drückt den Auslöser an, denn gibt es dieses kleine Hilfslicht, was hilft beim Scharfstellen. Aus meiner Sicht stört das aber eher, blendet das eher. Und gerade wenn man Personen fotografiert, es ist zwar manchmal eine kleine Hilfe, aber oft braucht man es auch gar nicht, und trotzdem kommt immer dieses Hilfslicht. Kannst du ausschalten. Und zwar gehst du dafür auch wieder Kameramenü 1. Und da hast du bei AF2, beziehungsweise bei der 6100, das ist der Reiter AF1, da hast du AF-Hilfslicht, entweder als Automatik oder entsprechend aus. Und dann, egal wie dunkel das ist, die Kamera kann vielleicht nicht fokussieren, aber dieses Hilfslicht, das leuchtet nicht mehr und blendet auch nicht. Tasten programmieren. Wir hatten eben AF-Tune, also das sind so ein bisschen Feineinstellungen. Und wenn es jetzt um die Tastenprogrammierung geht, da kannst du die Bedienung komplett ändern und komplett auf dich anpassen. Aber nicht jede Funktion lässt sich auf jede Taste legen. Also Sony schränkt das manchmal ein bisschen ein. Also fast alles, aber nicht alles. Wenn also was Bestimmtes nicht geht, was ich jetzt einstelle, dann probiere einfach eine andere Taste aus. Das Erste, was ich zeigen möchte, ist, wir hatten ja vorher den AF-MF-Knopf, also wenn der Hebel auf AF-MF steht und auf Tastendruck, kannst du, solange du die Taste gedrückt lässt, zwischen AF-MF wechseln. Aber nur solange du gedrückt lässt. Du kannst aber auch die Taste umprogrammieren und sagen, du drückst einmal drauf und wechselst auf Autofokus, drückst nochmal drauf und wechselst auf Manuellfokus. Und wie geht das? Natürlich die Tastenprogrammierung wieder übers Menü. Und dann hast du bei Kamera 2... auch wieder ziemlich weit hinten, benutzerdefinierte Bedienung, Benutzer-Key, und hier suchst du dir jetzt deine Tasten aus. Da hast du jetzt oben, hinten 2, hinten 1. Bei hinten 1 findest du jetzt AF-MF-Steuerung halten. Bei der 6100 hast du es ja wie gesagt nicht, aber wenn du möchtest, kannst du halt die AIL-Taste dafür verwenden, um Autofokus AF und MF umzuschalten, wenn ihr AIL ist Belichtungsspeichertaste. Wenn ihr das nicht nutzt, brauchen die meisten nicht, dann kann man hier auch AF-MF drauflegen. Du musst es dir halt nur merken, dass AIL nicht mehr AIL ist, sondern dass du sie umprogrammiert hast. Und was stelle ich hier jetzt ein? Ich wähle es aus und stelle jetzt statt halten, stelle ich jetzt auf wechseln. Und jetzt ist es so, ich habe den Autofokus und ich drücke einmal auf die Taste und jetzt habe ich den manuellen Fokus. Wichtig ist noch zu sagen, das ist nicht das gleiche wie das Umstellen übers Funktionsmenü. Wenn ich jetzt ins Funktionsmenü gehe, dann kann ich jetzt auf einmal den Fokusmodus nicht mehr umstellen, sondern ich muss erst wieder AF-MF-Taste drücken, auf den ursprünglichen Wert quasi umschalten, je nachdem was das war, und kann jetzt den Fokusmodus umstellen. Das ist etwas irritierend, deswegen würde ich das Umschalten dann doch nicht nutzen. Für manche ist es praktisch, ich würde es auf Halten nutzen. Aber ich weiß, dass es eine beliebte Funktion ist und deswegen habe ich es erklärt. Wenn ihr Objektive verwendet, die entsprechend einen AF-MF-Schalter haben,
dann könnt ihr natürlich auch den Schalter entsprechend verwenden. Was einige auch gerne mögen, ist den Autofokus vom Auslöser loslösen und auf eine andere Taste legen. Das habe ich schon erklärt. Ihr könnt natürlich auch auf manuell Fokus stellen und dann über die hintere Taste kurzzeitig fokussieren. Es geht aber auch noch anders. Und zwar könnt ihr im Menü bei Kamera 1, AF2, Autofokus bei Auslösung, den könnt ihr entsprechend ausschalten. Und dann müsst ihr den Autofokus aber auf eine Taste programmieren. Ebenfalls wieder ins Menü, Kamera 2 und dann wieder ziemlich weit hinten, Seite 8 von 9, Benutzer-Key und dann könnt ihr denn zum Beispiel entweder AIL halten oder vielleicht euer AF-MF-Steuerung statt Steuerung wechseln. Da könnt ihr dann auch AF1 entsprechend auf die Taste programmieren. So, wie kann man das Fokusfeld schnell wechseln? Ich habe ja schon gesagt, Fokusfeld Auswahl, entweder über eine Taste oder übers Funktionsmenü. Und wenn du nicht gerade die 6100 hast, sondern die 6400, 6600, dann kannst du sogar auf Knopfdruck das Fokusfeld direkt wechseln, ohne es neu auswählen zu müssen. Dazu musst du aber eine Taste programmieren, mal wieder. Und zwar Menü, Benutzer-Key und ich habe es jetzt hier schon auf die C3-Taste zum Beispiel gelegt, Fokusfeld wechseln. Was auch immer du da hast, also bei der Auswahl, du findest das auf jeden Fall, wenn du es programmierst unter AF1, wählst aus, Fokusfeld wechseln und jetzt drücke ich die C3-Taste und er wechselt. Ich habe das erweiterte flexible Spot, drück nochmal drauf, Fokusfeld breit, drück nochmal drauf, habe wieder einen erweiterten flexiblen Spot. Ich habe nur zwei Optionen, das liegt daran, dass ich bei AFS bin. Bei AFC, im Fokusmodus, da hast du ja zusätzlich Tracking noch mit drin. Also ich habe hier Fokusfeld Tracking, breit, Tracking, flexibler Spot, Fokusfeld breit und erweiterter flexibler Spot. Ich habe jetzt vier, obwohl es insgesamt ja 14 verschiedene Fokusfelder gibt. Erinnerst du dich noch an die Fokusfeldgrenze? Genau dafür ist es besonders praktisch. Wenn du jetzt nämlich, also ich würde die Taste nie programmieren ohne Fokusfeldgrenze, weil auf Tastendruck 14 Fokusfelder durchzugeben, bis du das hast, was du haben möchtest, viel zu umständlich, denn geh lieber den Weg übers Funktionsmenü und wähle das Fokusfeld entsprechend von Hand. Aber gerade diese Kombination, Fokusfeldgrenze, du blendest alles aus, was du nicht brauchst, und auf Tastendruck Fokusfeld wechseln, dann kannst du einfach schnell zwischen zwei Fokusfelder wechseln oder drei oder zwischen Tracking und Normal wechseln. Finde ich sehr, sehr praktisch. Du hast jetzt alles verstanden und trotzdem sind Bilder unscharf. Nicht immer ist der Fokus schuld, ne? Bei unscharfen Bildern, manchmal sind sie einfach nur verwackelt. Es ist zu dunkel, du hast zu schnelle Bewegungen. Also aus der Hand gibt es eine Kehrwertregel zum Beispiel. Sprich, wenn du mit 50 mm fotografierst, solltest du mindestens eine 50. Sekunde Verschlusszeit haben, damit du nicht verwackelst. Die Regel reicht aber zum Beispiel nicht bei Sport. Also wenn du wirklich Sport und Bewegungsunschärfe entsprechend hast, Sport in der Halle zum Beispiel, brauchst du vielleicht mal eine 200. Sekunde oder eine 500. Sekunde. Und wenn das Objektiv nicht lichtstark genug ist, dann wählt die Kamera die Zeit gar nicht oder du kannst es schlecht einstellen. Bei einem Vogel im Flug und wenn du das dann noch in der Dämmerung hast, da brauchst du vielleicht auch mal eine 2000. oder eine 4000. Sekunde. Das heißt häufig halt auch, wenn das Licht nicht ausreicht, du brauchst ein lichtstarkes Objektiv. Das ist aber eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte es trotzdem kurz ansprechen, weil es nützt die beste Einstellung nichts. Wenn du, ich nehme jetzt mal an, zum Beispiel so ein 1835, wie ich finde, tolles Allround-Objektiv hast, aber wenn du damit Sport in der Halle fotografierst, dann bist du bei 135 mm bei Lichtstärke 5,6. Vielleicht bei einer 125. Sekunde und die Kamera geht mit dem ISO-Wert auf 6400. Wenn du stattdessen zum Beispiel so ein Sigma 56 1,4 nimmst, was denn 4 EV-Stufen lichtstärker ist, könntest du bei Blende 1,4 eine 500. Sekunde Verschlusszeit nehmen, statt eine 125. Also nochmal 2 Stufen weitergehen. Und auch der ISO-Wert wäre besser, statt 6400 hast du dann nur 1600, auch 2 Stufen. Das heißt, du hättest eine bessere Qualität, weniger verwackelte Bilder. Und da hilft es halt manchmal einfach nur, lichtstärkere Objektive zu nehmen. Im Video könnt ihr eigentlich fast alles genauso nutzen wie auch im Fotomodus, aber im Video gibt es so ein paar Kleinigkeiten nochmal, die ihr zusätzlich einstellen könnt. Und zwar im Menü Kamera 2 bei Film 2, da hast du nochmal die Möglichkeit AF Speed und AF Verfolgungsempfindlichkeit einzustellen.
AF Speed heißt, wie schnell fokussiert die Kamera denn? Jetzt könntest du denken, naja, ich möchte immer, dass sie schnell fokussiert. Das mag bei Sport auch so sein, aber es gibt durchaus Gründe, auf langsam zu stellen. Zum Beispiel, wenn ihr Fokusfahrten haben wollt. Ihr markiert zum Beispiel per Touch einen Bereich, markiert den anderen und dann soll er ganz langsam von einem Bereich auf einen anderen Bereich umschwenken, also umfokussieren. Und dafür, für diesen langsamen Fokusbereich, kann man den Fokus halt auch langsamer stellen, weil im Video ist ein schneller Fokus nicht immer gut. Da ist ein langsamer Fokus häufig sogar besser. Aber das hängt von der Situation ab. Nicht zu verwechseln mit der AF-Verfolgungsempfindlichkeit. Die bestimmt letztendlich, ob der Fokus bei eurem Motiv eher so ein bisschen backen soll. Sprich, also Standard heißt zum Beispiel, ihr habt ein Interview und jemand läuft durchs Bild kurz, dann bleibt der Fokus trotzdem bei eurem Interview, entsprechend bei eurem Gesprächspartner, entsprechend backen. Reaktionsfähig würde heißen, dass er sofort das neue Motiv erfasst. Das wäre in dieser Situation zum Beispiel durchaus sinnvoll, dass ich sage, ich halte eine Kamera in die Kamera, ne, und er soll sofort auf das neue Motiv umschwenken und danach sofort wieder auf mich. Das wäre reaktionsfähig und wie gesagt, bei Interviews oder wo etwas stören kann, was man gar nicht scharf haben möchte, da wählt man dann trotzdem ruhig Standard. Das ist eins meiner Bücher. Das Wichtigste zum Thema Autofokus habe ich durchaus in dieses Video gepackt, aber natürlich nicht alles. Und die Kameras können natürlich auch noch mehr als fokussieren. Und wenn dir das zu schnell war, du das ausführlicher haben möchtest, hier habe ich es natürlich ausführlicher beschrieben. Also schau dir gerne mal mein Buch an. Das Buch zu der 6400 ist übrigens mein erstes und trotzdem Bestseller geworden, zumindest in dem Bereich. Und das Buch zu der 6100, 6600, die Kameras kamen ja später raus. Habe ich das als Grundlage genommen, aber entsprechend natürlich nochmal überarbeitet und komplett auf die Kameras angepasst. Also wie ich finde, sind die Bücher noch besser geworden. Hier sind etwa 500 Bilder drin, bei dem Buch zur 6600 sind sogar 700 Bilder drin. Ich war in Berlin, weil ich hier wohne, in Hamburg, weil da meine Familie wohnt, weil ich da herkomme entsprechend. Und auch auf Rügen bin ich extra eine Tour gefahren, dass ich ein paar neue Bilder entsprechend auch habe. Vom Kreidefelsen und ein bisschen Wasser und zum Thema ND-Filter habe ich auch ein extra Video zu gemacht nochmal. Also Link zum Buch findet ihr in der Beschreibung, aber natürlich findet ihr das auch überall im Buchhandel und wenn die es nicht vorrätig haben, könnt ihr es natürlich bestellen. Wenn ihr euch fürs Buch entscheiden solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, auch eine Bewerbung abzugeben. Ich danke damit allen, die schon eine Bewertung für die 6400 abgegeben haben. Freut mich wirklich riesig. Danke dafür, ihr habt dazu beigetragen, dass das Buch ein guter Erfolg wird. Und wenn ihr das Buch kaufen solltet, ich bin für euch da, hier auf YouTube oder auch auf Facebook, bei Fotohaus TV. Und immer wenn ihr Fragen nochmal habt zu der Kamera, dann helfe ich euch gerne, wie gesagt, über YouTube, über Facebook weiter. Und wenn ihr vielleicht gerne mal einen Workshop mit mir machen möchtet, folgt auch wieder auf Facebook. Hin und wieder mache ich Workshops, wenn ihr dabei sein wollt, auch gerne. Bei Facebook habe ich übrigens gerade ein kleines Gewinnspiel, da könnt ihr sowohl das Buch zur 6.4 gewinnen, als auch zu der 6.100, 6.600. Dazu musst du einfach nur mir auf Facebook folgen, also Fotohaus TV, nicht meinem privaten Account. Und dann unter dem Beitrag zum Gewinnspiel sagst du einfach, welches Buch du haben möchtest, likest den Beitrag, das war es eigentlich auch schon, aber mehr findest du auf Facebook. Danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Fokussieren, ciao. So. Fertig.